Hey, was ist mit meinen Fotos? Oh, natürlich. Wie konnte ich die nur vergessen? Also gut. Ich warte. Holen Sie die Kamera raus. Kamera? Oh, die habe ich ganz vergessen. Sie ist kaputt. Hallo. Man sollte Frauen eben nie einen Männerjob anvertrauen. Aber diese Frau hat ihn ganz schön reingelegt. Und einen Beweis gefunden, den die Polizei übersehen hat. Hallo. Ja? Sagen Sie, sind Sie eigentlich verwandt mit dem Bauarbeiter, der das Loch ausgehoben hat? Hören Sie bloß auf mit Flobage. Pah. Okay. Er hat beim Pferderennen ein Vermögen gemacht und mir keinen Cent abgegeben. Ist schließlich sein Geld. Als er pleite war, hat er mich dauernd angepumpt. Brüder müssen zusammenhalten, hat er immer gesagt. Aber seit er die Kohle hat, hört sich das anders an. Hat die Polizei den Tatort schon untersucht? Wie sieht's denn hier aus, Ihrer Meinung nach? Ich habe die Anweisung, die Fenster zuzunageln, also mache ich das. Die Leiche ist also schon weg. Das will ich doch hoffen. Sonst wird's hier bald gewaltig stinken, wenn man die Bretter abnimmt. Wollen Sie nicht mal nachsehen? Sie machen wohl Witze. Selbst fürs Zunageln zahlen die noch zu wenig. Leichensuchen ist da nicht inbegriffen. Okay. Den müssen wir eigentlich... Nö, den müssen wir nicht zeigen. Ich denke mal, wir werden einfach mal Richtung... Mal gucken, die kommt ja wahrscheinlich auch nicht rein. Ich denke mal, wir werden dann jetzt wieder zu dem... Die Tür ist verschlossen. Ich wusste jetzt gerade nicht mehr. Ich weiß gerade nicht mehr. Das seltsame metallene Artefakt in Plantars Beutel führt mich zurück zum Kai. Danke. Zum Kai. Il della Cité, eine Stunde später. So. Wenigstens ist das Türchen schon offen. Das Türchen ist auch offen. Und hier müssen wir nochmal die gleiche Prozedur machen, gehe ich mal von aus. So, das ist das Schöne. Wir haben alles in den Taschen. Na? Ach, falsch angesetzt. Es gibt ja manchmal so Adventure, wo dann die Gegenstände verschwinden und man denkt so, oh, das könnte ich jetzt gebrauchen. Genau das. So. Und ich muss sagen, dafür, dass das Spiel 20 Jahre alt ist, finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Gerade man kann sich auch wieder viel zurücklehnen und einfach nur zuhören. Es ist wirklich so, als würde man so einen Comic selber verfolgen. So, und das ist, denke ich mal, hier von der Schlüssel. Mal gucken, was uns da erwartet. Plantars Schlüssel passt in das Schloss. Er muss also auch hier gewesen sein. Okay. Jemand hat ein Foto zerrissen. Dann lass uns das mal zusammensetzen. Wenn ich die Teile nur richtig anordne... Kriegen wir hin. Ein Foto wurde in zahlreiche Teile zerrissen und du musst es wieder zusammensetzen. Um ein Teil zu ergreifen, bewege den Mausezeiger darüber. Wenn der Mauszeiger sich in die Hand verwandelt, klick drauf und zieh das Teil an die gewünschte Stelle. Die Teile müssen so angeordnet werden, dass das gesamte Foto im zur Verfügung stehenden Freiraum Platz hat. Okay. So. Dann stellen wir das doch mal dahin. Wir brauchen Rand. Das ist doch mal nein. Ecke. Das ist oben. Und das könnte da oben. Das setzen wir mal dahin. Das setzen wir dahin. Das ist Mitte. Das kommt dahin. Das kommt runter. Das ist Mitte. Dürfte das? Könnte passen, ne? Ja, das sieht gut aus. Ecke. Gut. Das ist das da. Dann nehmen wir den Part. Der kommt
dahin. Der kommt dahin. Oh mein Gott, das kann nicht sein. Okay. Und es ist doch so. Es gibt keinen Zweifel, es ist ein Bild meines Vaters. Papa! Oh mein Gott. Nach allem, was ich durchgemacht habe, dachte ich, mich könnte nichts mehr erschüttern. Aber das hier schon. Mein Vater, der einzige Mensch auf der Welt, den ich ehrlich bewundert habe, steht neben Kershaw, während die Mörder ihr grausiges Verbrechen begehen. Mein Vater grinst in die Kamera. Ich kann es nicht glauben. Mir wird klar, dass ich dieser Geschichte unbedingt auf den Grund gehen muss. Und dass ich dringend George brauche. Sehr schön. Tja, dann ist doch der gute Papa nicht so ein Unschuldslamm. Mal schauen, was wir über ihn noch herausfinden werden. Später am Nachmittag. Jo, dann gehen wir mal zu Nicole. Nico. Mann. Ich drücke gegen die Tür, aber sie scheint abgeschlossen zu sein. Kann ich denn? Die Tür wirkt schäbig und benötigt dringend einen neuen Anstrich. Okay. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Miss Collard hier wohnen soll. Okay, aber dass hier eine Klingel oder so ist. Gehen wir mal hier rüber. Die lässt ja alle rein. Oh, hi. Bonjour, Monsieur. Soll ich Ihnen Ihre Zukunft voraussagen? Oh, nein, danke. Ich bin sehr gut und es dauert nur eine Minute. Trotzdem vielen Dank, aber ich bin nicht abergläubisch. Außerdem, wenn es nur eine Minute dauert, hat man ja nicht mehr sehr viel Zukunft vor sich. Kennen Sie eine junge Frau, die Nicole Collard heißt? Ja, sie wohnt über mir, in dem Haus da drüben, auf der anderen Straßenseite. Ich habe die Tür versucht, aber sie ist verschlossen. Wissen Sie, das Problem habe ich dem Vermieter schon 1000 Mal gemeldet. Es ist die Feuchtigkeit. Das ganze Gebäude ist wie ein Schwamm. Es saugt Feuchtigkeit von Gott weiß woher auf. Sie meinen, die Tür ist verklemmt, weil sie aufgequollen ist? Genau. Es gibt aber einen Trick, wie man sie aufbekommt. Man darf nicht zu stark drücken. Nur ein kleiner Schubs oberhalb des Schlosses. Danke für den Tipp. Okay. Wie lange wohnt Mademoiselle Collard schon hier? Ein paar Monate. Ihr steht eine böse Überraschung bevor, wenn das Wetter kalt wird. Zugige Fenster, ungenügende Heizung. Es ist schwer, sich einigermaßen warm zu halten. Der einzige Grund, warum ich bleibe, ist die geringe Miete. Ihre junge Lady, sie verdient was Besseres. Ich dachte, Mademoiselle Collard sei eine erfolgreiche Fotografin. Nicht so erfolgreich, wie sie vorgibt. Trotz ihrer feinen Kleider. Oh, ich habe schon gehört, wie sie sich nachts in den Schlaf geweint hat. Das ist schrecklich. Verraten Sie aber nicht, dass ich Ihnen das erzählt habe. Sie ist stolz, die Kleine. Zu stolz, wenn Sie mich fragen. Haben Sie hier jemanden gesehen, der das Apartment von Mademoiselle Collard beobachtet hat? Ja, doch. Ein merkwürdiger Mann, groß und dünn wie eine Bohnenstange. Er hat sein Gesicht versteckt. Aber ich habe seine Augen gesehen, wie sie aus bösartigen kleinen Schlitzen herausgefunkelt haben. Was hatte er an? Einen langen braunen Regenmantel und einen Hut. Wie Humphrey Bogart? Ja. Aber er hatte nicht Bogarts Charisma. Außerdem sah der Typ aus, als ob er dringend auf die Toilette müsste. Sie haben noch nie jemanden gesehen, der dermaßen den Hintern zusammengekniffen hat. Okay, noch mehr. Können Sie mir sonst noch etwas über Miss Collard sagen? Non, Monsieur. Das war doch mal sehr wissensreich. Wollen wir Kann doch mal diese Blumen kaufen? Oui, Monsieur. Okay, ich nehme einen Strauß von den Weißen da. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Nein? Das sind Lilien, Monsieur. Für manche Leute sind das Totenblumen. Danke für die Warnung. Was für Blumen haben Sie noch? Dahlien? Was bedeuten die? Unsicherheit. Ich will nicht, dass sie einen falschen Eindruck von mir kriegt. Was ist mit den hohen Gelben da? Das sind Iris. Die Flamme der Leidenschaft. Und die kleinen Gelben? Sinnlichkeit. Die nützen mir nichts. Ich will auf sie Eindruck machen, aber ich will sie nicht überrumpeln.
Na, dann lassen wir uns doch mal die... Ich hab's mir anders überlegt. Würden Sie mir die Zukunft voraussagen? Sie gehen auf eine lange Reise. Ach nee, was für eine Überraschung. Können Sie mir nicht etwas erzählen, was ich noch nicht weiß? Wie funktioniert das mit dieser Vorherseherei? Wenn ich das wüsste, würde ich keine Blumen mehr verkaufen. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie mit dieser Gabe gesegnet sind? Das ist so ähnlich wie Fernsehen. Manche von uns werden mit einer Antenne geboren. Ich gehöre einfach zu diesen Glücklichen. Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Das wird die Zeit erweisen, Monsieur. Das Seltsame ist, mich selbst kann ich in der Zukunft nicht sehen. Andere Leute? Kein Problem. Aber wenn ich versuche zu sehen, was mit mir geschehen wird, nichts. Macht Ihnen das keine Angst? Manchmal. Ich denke aber, dass es sich dabei um eine Art natürlichen Sicherheitsmechanismus handelt. Entweder das, oder ich habe keine Zukunft. Okay. Ach, da zeigen wir nichts. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Das werden Sie ganz sicher. Dann werden wir jetzt mal hochgehen. Wir wissen ja, wie jetzt die Tür aufgeht. Ich erinnere mich an den Rat der Blumenfrau und drücke vorsichtig oberhalb des Schlosses gegen die Tür. Hallo. Bonjour. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Wir waren doch per Du, oder? Klar, nenn mich einfach George. Gut. Ich heiße zwar Nicole, aber sag ruhig Nico zu mir. Setz dich, George. Ibia, wo bist du gewesen? Ich habe die Abwasserkanäle unter dem Café untersucht. Ich dachte mir schon sowas. Ich habe so einen komischen Gestank gerochen. Der Clown ist durch die Kanäle entkommen und hat dort das Kostüm ausgezogen. Ich nehme an, er war in Eile. Er hat seine Jacke vergessen. Und? Ich habe die Telefonnummer seines Schneiders. Du hattest mehr Glück als ich. Glück, sagt sie? Glück? Ich nenne das harte Arbeit. Was ist passiert? Mein Redakteur hat mir gesagt, ich solle die Story vergessen. Ist das zu fassen? Aber das wirst du doch nicht tun. Oh nein. Ich werde herausfinden, was hinter diesen Morden steckt. Es passt nichts zusammen. Sieht aus wie eine Verschwörung. Die Polizei in drei verschiedenen Ländern hat sich wegen der Morde sehr zurückgehalten. Die Presse bringt sie nicht in Zusammenhang. Sie beschuldigen politische, religiöse oder militante Extremisten. Damit ist so ungefähr jeder verdächtig. Ja. Erzählen Sie mir von den bisherigen Opfern des Clowns. Das erste war Arno Bilotta, der Millionär und Baron der Pharmaindustrie. Er hat sein Geld mit Amphetaminen verdient, im Nachkriegsboom von Schlankwerden und Diät. Stell dir das vor, Millionen von Hausfrauen, die sich buchstäblich ihren Arsch abspieden. Die einzige Zeugin in diesem Fall war sein philippinisches Au-pair-Mädchen. Sie schwört, er wurde von einem Schneemann in den Tod gelockt. Wer war das zweite Opfer des Clowns? Yamada, der umstrittene japanische Politiker der Grünen. Er hat sein Vermögen aus dem elektrochemischen Konsortium seines Vaters geerbt. Wie ist er gestorben? Unter den Händen, oder besser gesagt Stummelflügeln eines riesigen Königspinguins. Ein Schneemann, ein Pinguin und nun ein Clown. Ich bin kurz davor, Pantomime zur Liste hinzuzufügen, aber dann lasse ich es doch. Ich habe einfach keine Lust, George etwas über die Verbindungen meines Vaters zu Carchon zu erzählen. Weißt du, ich gebe es nicht gern zu, aber das ist beängstigend. Ich sage dir was, ich werde keine Einladungen zu Kostümpartys mehr annehmen. Ich kann es dir nicht verdenken, dass du Angst hast. Mir geht es genauso. Aber diese Story könnte meine einzige Chance für einen Durchbruch sein. Oder für einen vorzeitigen Tod. Erzähl mir mehr über dich. Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen. Nun, wie bist du zur Fotografie gekommen? Das habe ich, glaube ich, meinem Vater zu verdanken. Er hat mir meine erste Kamera gekauft. Ich war 8 und meine Eltern hatten sich gerade getrennt. Hast du bei deinem Vater gelebt? Ja, meine Mutter ist mit ihrem Freund weggegangen. Hat mir nichts ausgemacht. Ich habe nur Papa gebraucht. 4 Jahre später starb er bei einem Flugzeugunglück. Oh, das tut mir leid. Ist schon gut. Es macht mir nichts aus, über ihn zu reden. Er war eher wie ein älterer Bruder. Machte immer Witze und lachte. Papa wollte immer, dass ich Kunst studiere. Deswegen bin ich aufs College. Hast du das Fotografieren im College erlernt? Nein, ich konnte mir das Material nicht leisten. Alles, was wir benutzten, wurde uns in Rechnung gestellt. Farbe, Leinwand, Papier. Die meisten in meiner Klasse widmeten sich dem Minimalismus. Es war billiger. Ich durchstöberte den Park nach Haaren von Eichhörnchen. Die einzige Zeit, in der ich nicht gehungert habe, war das Semester, in dem wir die Drucktechniken durchnahmen. Ich habe die Kartoffeln gegessen. Du verkohlst mich doch.
Oh nein. Okay. Hier. Ich habe ein Stück Stoff in der Nähe des Cafés gefunden. Als ich es dem Pförtner gezeigt habe, hat er es sofort erkannt. Es ist sehr auffällig, stimmt. Warte, bis du das hier siehst. Ich habe den Film entwickelt, den ich bei dem Café belichtet habe. Hier, George, das ist eine Vergrößerung, die ich gemacht habe. Mhm. Siehst du, was der Typ hier anhat? Ach, karierte was? Hosen. Denselben Stoff habe ich im Abwasserkanal gefunden. Stimmt. Der Typ sollte nicht schwer zu finden sein. Oh nein? Wirf mal einen Blick auf seine rechte Wange. Eine Narbe in Form eines Hufeisens. Ein Halbmond. Oder eines Halbmondes. Ja, hier, dann guck dir das noch an. Dieses Papiertaschentuch habe ich im Abwasserkanal gefunden. Oh, das ist ekelhaft, George. Ich glaube, das Zeug darauf ist Schminke, wie Schauspieler sie benutzen oder Clowns. Es ist trotzdem ekelhaft. Wirf das weg. Nein, das sind Beweismittel. Hier. Ich habe diese falsche Nase in den Abwasserkanälen gefunden. Hey, was ist da drin? Etwas, das früher mal bei jemandem in der Nase saß. Werden Sie nicht erb, George. Darin steht La Risée du Monde, Masque et Costume. Das ist ein Kostümverleih in der Nähe des Bahnhofs Saint-Lazare. Ich werde das abklären. Vielleicht erinnert sich der Besitzer daran, wer das Kostüm ausgeliehen hat. Okay. Das Foto kennt ihr selber. Legen wir das nochmal hin. Mit diesem Werkzeug bin ich in die Abwasserkanäle gekommen. Faszinierend, George. Das interessiert dich überhaupt nicht, oder? Doch, natürlich. Ich finde, es war sehr tapfer von dir, da hinunterzusteigen. Ja? Nun, es war etwas unheimlich, aber naja, ich musste den Job erledigen. Okay. Ich muss gehen. Okay, ich sehe dich später. Auf jeden Fall haben wir jetzt mehr Hinweise und wenn die Karte ist da, La Risée du Monde, dann hallo. Entschuldigung. Bonjour, Monsieur. Bitte, kommen Sie herein. Willkommen. Lassen Sie die normale Welt hinter sich, denn in diesen vier Wänden regiert die Fantasie. Ich möchte kein Kostüm. Haben Sie sich als Kind nie verkleidet? Nicht, dass ich wüsste. Unglaublich. Als nächstes wollen Sie mir weismachen, dass Sie nie die Unterwäsche Ihrer Schwester angezogen haben. Ich habe keine Schwester und mit BH sehe ich ziemlich dämlich aus. Ich brauche nur ein paar Informationen. Natürlich. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich suche einen Mann, der bei Ihnen ein Clownskostüm ausgeliehen hat. Oui, Monsieur. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen helfen kann. Führen Sie keine Listen über die verliehenen Kostüme? Natürlich, Monsieur, aber... Also dann, ich möchte, dass Sie in Ihren Listen nachsehen. Geben Sie mir die Namen von allen Leuten, die ein Clownskostüm ausgeliehen haben. Unmöglich, das sind zu viele. Haben Sie schon mal etwas von einem Mann mit Namen Plantard gehört? Ich kann mich an niemanden mit diesem Namen erinnern. Okay. Möchten Sie diese rote Nase wieder zurück? Nicht. Nachdem sie getragen wurde. Danke. Erkennen Sie diesen Mann? Oui, Monsieur. Ich habe ihm Theaterschminke verkauft. Können Sie mit diesem schmutzigen Taschentuch etwas anfangen? Lassen Sie mich mal dran riechen. Was? Bestheimers Nummer 7. Weißer Pfannkuchen. Theaterschminke, richtig? Oui, Monsieur. La Crème de la Crème in Sachen Bühnen-Make-up. Haben Sie kürzlich etwas davon verkauft? Ja, 2 Dosen. An diesen Mann? Erkennen Sie diesen Mann? Ach so. Ah, oui. Der war heute Morgen hier. Das ist der Mann, dem ich die Theaterschminke verkauft habe. Ich erinnere mich an die Narbe in seinem Gesicht. Er hat 2 Kostüme ausgesucht. Bozu der Clown und Sermus der Kobold. Ein Kobold? Sehr hübsch. Grüne Seide mit Taftfutter. Er gab seinen Namen als Monsieur Kahn an. Okay. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es war mir ein Vergnügen, Monsieur. Darf ich Ihnen die Hand schütteln? Ja, okay. Nein.
Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Was haben Sie vor, mich umzubringen? Sie fanden das nicht lustig? Ich konnte noch nie was Lustiges an Elektroschocktherapie finden. Eh bien, es gehört Ihnen. Ein Geschenk. Brauche ich eine Genehmigung dafür? Sowas wie einen Waffenschein? Non, aber ich gebe Ihnen eine Warnung mit auf den Weg, Monsieur. Welche? Vergessen Sie nicht, ihn auszuschalten, bevor Sie auf die Toilette gehen. Wie war, und wir haben... Ich habe, habe Nico in der Wohnung besucht. Wie es aussieht, hat ihr Verleger ihre Geschichte abgeblockt. Offenbar wurden noch mehr wichtige Persönlichkeiten durch Clowns und Pinguine ermordet und die Polizei vertuscht die ganze Angelegenheit. So hatte ich mir meinen Urlaub nicht vorgestellt. Nico ist auf Zack. Ich zeigte ihr das Material vom Hof und sie gab mir ein Foto, das er am Schauplatz gemacht hat. Es zeigt einen Mann, der aus dem Hof kommt. Er trägt aus dem gleichen Material eine Hose aus dem gleichen Material und hat eine Narbe in Form eines Halbmondes auf der Wange. In der Clown-Nase fand ich den Namen des Kostümverleihs, wo der Clown-Kostüm ausgeborgt wurde. Heiße Spur. Der Mann auf Nikos Foto hat Theaterschminke im Kostümladen gekauft und zwei Kostüme gemietet. Sermus, der Clown, und Boso, der Kobold. Offenbar hat er sich selbst Kahn genannt. Ich bin ihm auf der Spur. War Sermus nicht der Kobold und Bozo der Clown? Ich bin der Meinung, ich hatte es andersrum verstanden. Okay.